Wir laufen wieder. So, Georg, wie viel Schokolade muss denn dein Hund essen, damit er stirbt? Also nicht essen, damit er nicht stirbt, natürlich. Also ich glaube, ab 100 Gramm würde es gefährlich werden. Ich dachte, du hast ausgerechnet. Jetzt kommst du mit Glauben daher. Naja, das hängt halt davon ab, was für eine Schokoladensorte das ist. Und was für ein Hund. Ja, den Hund kann ich ja bestimmen. Das ist ja unserer. Ja, da hast du wohl recht. Dudelt gerade bei mir die Musik oder ist das bei Jochen? Bei mir ist es nicht. Ich höre auch nichts. Ey, jetzt ist die kleine Drecksmuschi schon wieder hier. Ja, du musst nochmal auf die einklicken, damit die Sitz macht, damit die dir nicht hinterherläuft. Ansonsten läuft sie dir dauerhaft hinterher. Du hast Total keine unrealistisch, das Ahnung Spiel. von Katzen. Keine Katze würde einem hinterherlaufen. Es sei denn, man hat Fisch in der Hand. Oder Oder du stinkt hast sie nach richtig Fisch. erzogen. So, was ist jetzt mit der Achterbahn? Wir haben nicht die Materialien dafür. Hallo, Georg. Hallo. Ja, was? Boah, sollen wir hier einen schönen Pool hinmachen? Auf den Turm? Ja. Außenpool. Und hier hätte ich gerne so eine Sprungschanze in das Wasser da hinten. Oder kann man da unten einen Esel hinstellen und man kann den dann gesattelt da runterspringen und. Ne? Ich denke schon. Wie im Western von gestern. Ich bring mal den Kennt ihr Esel noch, dahin ne? und du springst. Kennt ihr Western von gestern? Ja. Mit Fuzzi. Genau, mit Fuzzi. Seit wann gibt es das nicht mehr? Seit 76 oder so? Ungefähr, ne? Ich glaube schon länger, oder? Das war vor meiner Zeit. Wie schon länger. So alt Wie sind wir kann man doch hier auch gar nicht. nicht so schön runtergucken? Kann man eigentlich auch Wände aus Glas bauen? Ja, ne? Ja. Fall nicht runter, Jochen. Du bist so nett zu mir, sag mal. Pass auf, Irgendwas sonst stimmt schubst doch Björn nicht. dich. Irgendwie habe ich nicht den erwünschten Weitblick hier. Deshalb bin ich ja da. Also es sei denn, ich stelle mich oben auf die Kante, aber ich habe Ey, Angst, runterzufallen. eben habe ich die Muschi angeklickt, die unten sollte unten vor der Tür stehen. Jetzt steht die schon wieder hier oben. Hast du sie vielleicht doppelt angeklickt? Nein. Ich, ja. Irgendwie erzählst du doch Scheiße. Das Sonst kann leint doch die nicht. halt irgendwo fest. Ich meine, du hast ja jetzt eine Leine. Ey! Oh, Entschuldigung, ich wollte die Katze treffen. Wo sind die Kisten? Scheiße, die Kisten, wo liegen Lass die Katze in Ruhe. Gut. Ja, hast Angst vor mir, ne? Ich habe nämlich Diamantrüstung. Das ist total spannend, wenn man anderen Leuten bei der Arbeit zuguckt. Das ist richtig. Komm, Muschi, wir gehen woanders hin. Ist uns zu langweilig. Ja, und sonst? Ja, ne? Läuft. Muss. Alter, wo bin ich denn hier? Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Hier liegen Sachen rum. Ja, die waren in den Kisten. Ich muss die Kisten wegpacken. Also wenn du gerade Sachen einsammelst hier, wo ich gerade stehe, sind die ganzen Kisten. Die kannst du alle reintun. Also die Sachen. Ich hab nichts eingesammelt. Ja, das meiste ist sowieso nur Müll, also. Aber auch viele Pfeile. Wo? Einmal in die Kisten hier rein. Moment, muss mal kurz das Mikro stumm machen. Hast du Höhenangst, Jochen? Ja, total. Wieso? Hast du wirklich? Ich Mir habe nur sein können. Flugangst. Oh.
Also mir, ich habe eigentlich keine Höhenangst, aber ich, wenn ich hier so runtergucke, kann ich verstehen, warum man welche hätte. Ich war früher in der Springer-Gang. Hast du, glaube ich, mal erzählt. Die Arschbombenkönige vom Dreier oder so, ne? Richtig, hatte ich in einer Folge schon mal erzählt. Nee, vom Zehner auch. Es tut mir leid, ich bin gerade hochkonzentriert, weil ich Angst habe, hier runterzufallen. So, bin wieder da. Da, wenn ich meine Stöcke. Oh, ich habe ein verzaubertes Buch. Behutsamkeit 1 haben wir hier noch liegen. Schön. Was macht Behutsamkeit gleich? Damit kannst du, glaube ich, wenn du es auf eine. Oh. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist, wenn du damit Spinnnetz irgendwie abbaust, dann kriegst du daraus Faden, anstatt dass es zerstört wird. Bin mir gerade aber nicht sicher. Ich bin da nicht so gelehrt drin in den Zauberungen. Ui. Ui, was? Nichts. Nichts, nichts. Wenn Jochen nichts sagt, dann ist eigentlich schon immer was los. Dann hat er was kaputt gemacht, normalerweise. Wem pfeifst du dazu? Meiner Katze. Ach so. Lass mich raten, sie reagiert nicht. Das ist richtig. Ach, immer diese Katzen. Sag mal, diese Tür, ne? Mache ich auf und die geht automatisch sofort wieder zu. Welche denn? Von Georgs Haus? So, ja, weil dahinter eine Bodenplatte ist, sobald du drüber läufst, geht die wieder zu. Also wenn du reinläufst. Oder wenn du raus willst, dann stehst du ja sowieso auf dieser Bodenplatte drauf. Also wenn du von drin nach draußen willst, musst du gar nichts klicken, sondern einfach nur Richtung Tür laufen. Ja, Leute, erzählt doch mal was Lustiges. Ey, ich bin total hochkonzentriert bei meinem Drahtseilakt hier. Ich bin ja hier quasi, ich wollte gerade Was sagen, hast du denn so die Dachdecker, Woche gemacht hier, aber ich decke Jochen? das Dach ja gar nicht. Dasha Tower, wieso komme ich in deine Dings nicht rein hier? Rechts neben der Eisentür ist so ein Steinknopf an der Wand, den musst du klicken. Und was ist das hier? Ist das hier so ein Tempel, wo du hier irgendwie nackte Jungfrauen zersägst? Fast. Das ist Da doch will hier ich irgendwie ne. so eine Hühnerschlachtfarm. Nee, das ist ein Fundament für einen Turm. Ein Fundament. Wie tief kann Ja. man eigentlich fallen, ohne dass man stirbt? Kommt drauf an, was du für eine Rüstung an hast. Bei deiner Eisenrüstung bin ich mir dann nicht so sicher. Ich würde mal sagen, nicht so weit. Also, wenn du von da oben runterfällst, dann könnte es sein, dass du stirbst. Oh, Gegner, Gegner. Sicher, dass du nicht wieder essen musst? Ja. Das Gebiet am Turm ist nicht ganz so sicher wie im Camp drin. Das ist richtig. Hey, ich Kannst du baue mit hier einen Wasser rein? Hochsicherheitsturm. Nee, ich meine meinen Turm. Achso. Ja. Ja. Ah, ich weiß gerade gar nicht, wo die Eimer sind, die ich letztes Mal hatte. Sekunde. Ja, Gesundheit. Bin doch an Und hier sind irgendeiner. Niest du Würfeleimer. so, wenn du normal niest? Ja. Oh. Immer dreimal. Dann hoffe ich, dass du nie in der Kirche niesen musstest. Was machen die? Ich gehe selten in die Kirche. Ja, aber wenn, dann bist du ja meistens vermutlich bei der Hochzeit von Freunden eingeladen. Ja. Und wenn die sich gerade das Ja-Wort geben und du dann da explodierst. Da kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Oh Gott, jetzt kommt's wieder.
Also, ich bin eingeladen. Nein, nein, anders, anders, anders. Du hast geheiratet. Genau, damit fangen wir erstmal an. Ich habe geheiratet. Riesenspaß war das. Nee. Und mein Trauzeuge, ein guter Freund von mir, hat dann auf meiner Hochzeit, nachdem wir alle schon viel Schnaps getrunken haben und Alkohol und lustig waren. Schnaps und Alkohol. Wir waren natürlich vorher auch lustig. Ja, Georg. Also Bier und Schnaps. Okay. Hat eine Rede gehalten und dann hinterher meinte so, ah Jochen, hier war ein Schwert mitten in der Luft. Das hat er zu dir gemeint. Und da steigen Luftblasen aus dem Stein aus. Das meinte dein Kumpel? Ey, hier ist irgendwas. Wo bist du denn? Alter, hier steht auch ein Pony von irgendjemandem. Ich sag dir, hier ist einer im Camp. Leute! Ja doch. Kommt alle zu mir. Ey, du hast Diamantrüstung und Waffen. Was machst du hier für ein Hackmack? Ja, aber das ist unsichtbarer. Ja, ja, das ist ein unsichtbarer. Mhm. Du reitest übrigens gerade das Pony von dem Unsichtbaren. Guck mal, da laufen Füße. Alter, was ist das hier? Es gibt, es gibt Unsichtbarkeitstränke. Ey. Vorsicht, das ist ein Ninja, ne? Der will dich töten. Hat er mir gesagt. Was? Hau einfach mit dem Schwert wie wild um dich. Da, wo die Luftblasen sind, musst du mit dem Schwert hauen. Ach, der reitet gerade wieder. Sag mal. Der kopflose Reiter. Ist das Pony auch unsichtbar? Nee. Ist ja aber lustig. Was macht der denn? Er ärgert dich. Den mache ich zu Kleinholz. Davon können wir ausgehen, ja. Ob ich hier noch sicher runterfallen kann und überlebe? Ich teste mal. Weiß ich, also auf der einen Seite ist schon ein bisschen Wasser. Gib mir ein Pferd, ich muss dem hinterher. Ja. Ich greif gerade so eine Spinne an. Los, komm, Spinni, Spinni, komm rein. Los, jetzt komm rein, du Scheiß. Komm doch, komm. Jetzt haut er ab, der Penner, feige Sau. Oh, 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 so, Golem, komm, los, mach ihn platt. Oh, Golem hat seine Aufgabe. Jetzt ist er nicht mehr unsichtbar, unsichtbar. Jetzt ist er wieder unsichtbar. Hat er vermutlich mehrere Tränke, ne? Wenn der was meinem Katzen was antut, die dumme Sau. Hier ist ein Enderman. Also, ja. Ich wollte euch eine Geschichte erzählen. Ja. Also, dann hat er also die Rede gehalten und das war ganz nett und dann hat er gesagt, ah Jochen, und du moderierst ja auch und wenn ich mal heirate, dann meine Muschi ist im Wasser. Du Hallo, komm. Deine Sachen so geil. Ja, aber die Muschi hier vor meiner Nase, die komm raus, kommt selbstständig wieder raus. Also, ja. Er meinte, ja, du bist ja auch Moderator und hältst du auch eine total nette Rede auf meiner Hochzeit, ne? Ich so, klar. Gehe davon aus, dass ich eine Rede halte, dann wenn wir natürlich nach der Kirche, nach dem Essen alle schön eingetrunken und ich hatte geheiratet und habe ich mir was total Geiles ausgedacht, weil wir früher ganz oft zusammen waren und viel Scheiße gebaut haben auch. Mhm. Also so richtigen Schwank aus der Jugend, 3 Seiten. Und habe ich gesagt, super. Und nach dem Essen werde ich diese Rede halten. Das wird total lustig, weil ich auch so intimer erzählte und lustige Sachen halt. Mhm. Ja. Und dann sind wir zur Hochzeit und da gab es erstmal die kirchliche Trauung. Also katholisch. Mhm. Ne? Und dann bin ich also hin mit meiner Frau in die letzte Reihe der Kirche, wo alle schon saßen. Und dann habe ich mich auf so ein Heft gesetzt, ein Programmheft von der Kirche. Und dann stand da drin, hinten auf der letzten Seite. Und wir möchten noch Jochen danken. Und wir möchten noch Jochen danken. Ich so, hä? Ach. Jochen danken? Ach so, für die Rede gleich, wenn wir alle besoffen sind nach dem Essen, alles klar. Und dann Einzug der Ehepartner, Programmpunkt 1. Also, ich habe
das Heftchen von Anfang jetzt geblättert, nicht mehr am Ende. Georg, du ahnst es schon, ne? Programmpunkt 1, Rede von Jochen. Nein, Programmpunkt 3 war das. Erstmal Begrüßung durch den Priester und dann Rede durch Jochen. Und in dem Moment, wo ich dieses Heftchen in der Hand hatte... Bist du kalkweiß geworden? Ich bin kalkweiß geworden. Unter mir tat sich ein Abgrund auf. Ich glaube, es war die Hölle. Ich habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Diese Rede passt einfach überhaupt nicht in eine Kirche, eine katholische Kirche, wo alle festlich aussahen und doch nicht danach aussahen, als hätten sie jetzt wirklich Lust auf eine Rede, wo Jochen erzählt, wie er besoffen mit dem Bräutigam um die Häuser gezogen ist. Aber ich musste nach vorne. Stand ja so im Programmplan. Aber du hast dann nicht... Ich teste mal, ob man stirbt, wenn man jetzt hier runterfällt. Ui. Okay, was? Okay, man stirbt nicht. Was hast du gesagt, Georg? Du hast jetzt nicht deine Standardrede in der Kirche gehalten, oder? Nein, ich habe die auf eine Seite gekürzt und trotzdem mich ja irgendwie da dran gehangelt. Ich kann ja nicht irgendwas mir aus den Fingern saugen. Aber hättest du nicht einfach kurz was improvisieren können? Nur ja, um hab ich sagen, ja. Nur um zu sagen, so Leute, die richtige Rede passt vielleicht nicht in eine Kirche oder so. Dass du die noch wenigstens normal halten kannst. Hast du die noch normal gehalten? Ja, also... Ich konnte auch nicht mehr klar denken. Das kann ich selten, aber in dem Fall konnte ich es überhaupt nicht mehr. Das war so peinlich. Und nach der Trauung gibt es ja immer Sekt draußen. Ne? Und dann schüttelt man den Ehepartnern noch die Hände und dann klopft mir die Braut auf den Rücken. Klatsch! War mal was anderes, ne? Ja, also das hörte sich jetzt schon schlimm an. Das Original war noch dreimal so schlimm. Das richtige Jochen. Was denn? Jochen, siehst du mich? Oh nein, du hast... Jochen. Ich sehe dich. Wieso siehst du mich denn? Ich habe doch eine Unsichtbarkeitsportion getrunken. Nee. Woher hast du den Unsichtbarkeitsportion? Nur der Hals, den sieht man nicht. Wie kann ich rauszoomen? Nein, deine Rüstung sieht man noch. F5. F5. Oh. Das funktioniert ja gar nicht so gut. Du musst dich ausziehen, dann bist du ganz unsichtbar. Ausziehen. Ich will mich aber nicht ausziehen. Komm, zieh dich mal aus. Ich lasse so lange die Kühe frei. Schafe. Nicht die Schafe. Doch, die Schafe. Lass die Stiefel an. Wir müssen das Fundament des Turms verbreitern, habe ich beschlossen. Ja, dann viel Spaß. Das Fundament des Turms verbreitern? Wieso? Das steht doch. Ja, aber das sieht doch doof aus. Quatsch, das sieht super aus. Also... Oh. Ich habe eine leere Flasche. Kann ich die mit irgendwas füllen? Mit Wasser? Ich möchte gerne eine Achterbahn hier haben, Mann. Dafür muss ich das Fundament des Turms verbreitern. Und wir brauchen Eisen und Holz und... Gut, Redstone haben wir genug, aber Eisen brauchen wir, um Schienen zu bauen. Ja, mach doch mal was. Ich baue gerade am Turm. Du kannst ja Eisen farmen. Hier gehen die Mine mit einer Hacke... Und versuch nicht zu sterben. Bist du das? Was? Georg? Ja. Wieso? Du siehst vielleicht scheiße aus. Was hast du da in der Hand? Ein Lolli? Eine Wasserflasche. Eine Wasserpfeife? Flasche. Wofür? Da kannst du Tränke reintun. Also Tränke mit Brauen. Du brauchst aber erstmal so einen Braustand. Was war alles? Aua! Wer war das? Wer wohl? Mann! Verpiss dich! Hau ab! Hä? Nein!
Ey, nicht töten! Nicht Was töten. Denn? Nicht töten! Du hast gerade die Waffe auf mich gerichtet. Hilfe, 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 Hilfe! Was denn? Wo bist du denn? Ah! Du schießt mit Pfeilen. Ja. Zeig dich. Feigling. Georg? Ja? Wo bist du? Siehst du mich also, nicht? Georg ist unsichtbar, oder? Ja. Okay. Komm, ist Tag, wir machen Schabernack. Oh, warte, ich habe eine Idee. Sollen wir ein Päuschen machen? Warte noch. Auf was? Oh, die Hühner fliehen. Jochen! Ey! Was denn? Oh nein, wer hat denn jetzt hier einen Burggraben gemacht? Ich. Entschuldigung. Ihr sollt mich nicht schlagen. Ich schlag dich überhaupt nicht. Ah, hupsala. Und ich stupp dich. Ja, ey! Oh, da kam gerade ein Pfeil geflogen. Jetzt Päuschen? Päuschen. Päuschen.